Rückkehr zur Urnatur. Am Unterlauf der Traisen in Niederösterreich hat der Mensch eine Aulandschaft wieder zum Leben erweckt. Durch das EU-LIFE-Projekt ist es nun gelungen, die Traisen wirklich zum Leben wieder zu erwecken. Und zwar dadurch, dass man sie aus dieser monotonen Regulierung herausgenommen hat und ihr einen völlig neuen Lauf gegeben hat. Lauf, der aber nicht stabilisiert ist, sondern ein Lauf, der nur vorgegeben ist und wo sie sich jetzt dynamisch entwickeln darf. Historische Aufnahmen aus den 1970er Jahren. Mit dem Bau des Donaukraftwerks Altenwörth wird die Mündung der Traisen verlegt und begradigt, vom Auwald abgeschnitten. Dank eines der größten Renaturierungsprogramme Österreichs floriert diese Flusslandschaft heute wieder im uralten Rhythmus der Jahreszeiten. Gänsesäger, Wintergäste aus dem hohen Norden. Zum Brüten suchen diese raren Vögel aus der Entenfamilie im Frühjahr ruhige und möglichst unberührte Gewässer. Immer mehr von ihnen werden am renaturierten Traisenabschnitt bleiben. Ein Dutzend Brutpaare werden vermutet. Die eisfreien Gewässer der Auenlandschaft locken noch einen anderen Saisongast an: den Seeadler. Das Wappentier Österreichs war schon fast ausgestorben, wird aber nun erfolgreich nachgewiesen. Seeadler fressen bevorzugt Fisch. Im Winter kann es auch Aas sein. Enten stehen kaum am Speiseplan. Die Frühlingssonne lässt die Eiskristalle schmelzen, taut die Böden auf und schnell sprießen die Frühblüher. Aus der Kältestarre erwacht ist auch der Grasfrosch, der zum Ableichen an das sonnige Ufer gekommen ist. Bis zu 4000 Eier enthält so ein Laichballen, der von den Männchen befruchtet wird. Sumpfdotterblumen säumen jetzt die Ufer, wo sie nährstoffreiche Böden finden. Der Erdkrötenmann hat ein Weibchen gefunden und klammert sich hartnäckig an seinen Rücken. Im Gegensatz zu Fröschen legen Kröten keine Laichballen ab, sondern Laichschnüre. Wie Perlenketten ziehen sich die Laichschnüre durchs Schilf. Ein großes Mauswiesel inspiziert eine Höhle dicht am Wasser. Die Bachstelze lässt sich von ihm nicht beirren. Sie sitzt unerreichbar auf ihrem Ast und putzt ihr Gefieder. Während der Paarungs- und Aufzuchtzeit leben die Wieselpärchen zusammen. Im Auwald finden sie reiche Beute, um ihre Jungen zu füttern. Vor allem Mäuse, aber auch kleine Vögel, Fische und Insekten. Im Spätherbst wird ihr Fell, bis auf die schwarze Schwanzspitze, auf weiß umgefärbt, als Tarnung im Schnee. Das Blässhuhnjunge ist ein Nestflüchter und hat sofort schwimmen gelernt. Trotzdem bleibt es noch 4 bis 5 Wochen in der Familie und lernt dort, wie man an Futter kommt und wovor man sich in Acht nehmen muss. Die langen Zehen des Blässhuhns sind mit Schwimmlappen versehen, die es zu einem gewandten Schwimmer machen.
Bereits im Frühsommer verwandelt sich der Auwald immer mehr zu einem grünen Dschungel. Zum Biber kann man sagen, für die Fischerei, für die Ökologie absolut kein Problemtier. Der fällt Unmengen Bäume. Vielleicht ist es dann schon ein bisschen ein Problem für die ganz alten Baumbestände, die Riesen, die auch niedergelegt werden. Aber der Biber trägt total zur Strukturierung des Gewässers bei, mit Totholzanteil, den er erhöht etc. Die Biberdichte ist mittlerweile hier so hoch, wie ich es nirgends in Nordamerika, Kanada, Alaska oder was immer kenne. Vermutlich, weil er keine Feinde hat. Die renaturierte Traisenau schafft sich nun wieder ihr eigenes Bett. Entlang der neu geschaffenen Ufer, die enorme Länge haben im Vergleich zu früher, sind vor allem die sogenannten Limikolen, Flussuferläufer, Flussregenpfeifer zu Hause in enormen Dichten. Die werden später etwas zurückgehen, weil natürlich diese Flächen auch zuwachsen werden, was ja auch absolut so gewollt ist. Der Flussregenpfeifer ist kaum größer als 15 cm. Er liebt Schlammufer und Kiesbänke an Flüssen, die er aber immer seltener findet. In der überschwemmungsfreien Zone legt er seine Eier in eine Mulde. Dort sind sie durch ihre gesprenkelte Schale gut getarnt. Bei Gefahr lenken die Eltern die Angreifer ab und locken sie in eine andere Richtung, bevor sie zu ihrem Nest zurückkehren. Auch der sogenannte Flussuferläufer hat einen weiten Weg hinter sich. Er ist aus Südafrika hergeflogen. Den Sommer über sucht er an den Ufern der Traisen nach Insekten und kleinen Krebstieren, die er mit seinem spitzen Schnabel aufspürt. Aulandschaften haben viele Gesichter. Schotterflächen und Vegetation wechseln sich ab. Hier kann man die Schlingnatter treffen. Sie ist garantiert ungiftig und wird oft mit der Kreuzotter verwechselt, die es an der Traisen aber nicht gibt. Den Unterschied erkennt man an den runden Pupillen. Eine Kreuzotter hätte senkrechte Schlitze. Die Schlingnatter ist ein spezialisierter Eidechsenjäger und somit harmlos. Der Fischotter, der in solchen Gewässern, was den Gesamtfischbestand und die Produktivität betrifft, kein Problem ist, der ist, wenn, ein Problem in den alpinen Forellen- und Eschengewässern. Hier hat er in meinen Augen absolut seinen Platz, ist überhaupt keine Frage. Das wird man sehen. Das hat aber mit dem Revitalisierungsprojekt hier überhaupt nichts zu tun, würde ich sagen. Im Grunde ist er der Feind der Fische und der Fischer. Hier an der Traisenmündung hat er ein vielfältiges Jagdgebiet. Auch die Ringelnatter muss sich vorsehen. Gegen den torpedoschnellen Otter hat die Natter keine Chance gehabt. Nicht immer muss es Fisch sein. Reptilien und Amphibien stehen auch am Speiseplan. Entlang der Traisen zieht sich der Auwald. Eine ganz spezielle Baumgemeinschaft, die vom wechselnden Wasserstand ihrer Umgebung geprägt wird. Versteckt zwischen Buschwindröschen krabbelt hier ein ganz besonderes Insekt. Die Meloe. Dieser Ölkäfer kann giftige Abwehrstoffe entwickeln, die bei Gefahr aus seinen Beinen bluten. Seit Tausenden von Jahren werden Bestandteile dieser Insekten als Heilmittel verwendet. Getrocknet und zerstoßen werden sie in der Naturheilkunde angewandt. Doch die Dosierung ist nicht ungefährlich. Die Fortpflanzung des Ölkäfers ist kompliziert.
Seine Larven lassen sich von Bienen in deren Bau tragen, wo sie am Nektar schmarotzen. Die größte heimische Spechtart, der Schwarzspecht, braucht dicke Stämme für eine Höhlenbehausung. Gegenüber hat die Familie Buntspecht schon Nachwuchs. Die Eltern haben den ganzen Tag zu tun, um genügend Nahrung heranzuschaffen. Mit kräftigen Schnabelhieben holen sie unter der Baumrinde Insekten und Larven hervor. Der Hirschkäfer ist zu groß für den Specht. Seine Oberkiefer sehen aus wie Geweihe. Das Weibchen hat hingegen kurze Mundwerkzeuge. Hirschkäfer sind besonders gefährdet, weil sie für ihre Larven Totholz brauchen. Ihre Nahrung sind Pflanzen- und Obstsäfte, die sie mit einer Pinselzunge auftunken. Ihre Lebenserwartung beträgt nur 3 bis 8 Wochen. Trotz 7,5 cm Körperlänge kann der größte Käfer Europas fliegen. Ein wahrer Akrobat in der Luft wie im Wasser ist der Eisvogel. Mit ihren Schnäbeln hat das Eisvogelpaar eine Bruthöhle am Ufer gegraben. Das Männchen ist für die Fütterung der Jungen zuständig. Zwischendurch braucht es selbst Nahrung. Ausschau nach Beute hält er von einem Ansitz über dem Wasser. Die Morgendämmerung, wenn die Nebel der Nacht sich heben, ist wohl die schönste Zeit in der Au. An einer seichten Furt überquert ein Reh das Gewässer. Auf der anderen Seite äst eine Gruppe Rehe auf einer Lichtung mit frischen Kräutern. Der Rehbock hat ein Geräusch gehört. Er schreckt. Die Osterluzei ist eine Kletterpflanze mit röhrenartigen Blüten. Als Heilpflanze darf sie wegen ihrer Giftigkeit heute nicht mehr verwendet werden. Dieser Raupe macht das Gift nichts aus. Im Gegenteil. Sie frisst Triebe und Blätter und nutzt das Gift als Abwehrstoff gegen Feinde. Ihre leuchtenden Farben signalisieren dies. Schließlich wird sie zu einem wunderschönen Schmetterling, dem Osterluzeifalter. An warmen Tagen macht er Ausflüge in den Auwald und sonnt sich dort. Der Schwarzstorch ist ein scheuer Vogel. Er sucht immer wieder die Traisenauen auf. Im seichten Wasser hält er Ausschau nach Fischen, Fröschen, Schlangen und wirbellosen Tieren. Nach dem häufigen Kontakt mit Wasser muss als erstes das Gefieder in Ordnung gebracht werden. Die Spitzmaus wäre ein optimaler Happen. Doch sie wird meist gemieden, da sie übel riechende Substanzen absondern kann.
Spitzmäuse sind Insektenfresser und mit dem Igel verwandt. Sie sind gewandte kleine Jäger, die durchaus auch kräftige Beutetiere überwältigen können. Eine Grille ist in keinem Fall ein Problem. Der Schwarzstorch hat seinen Horst in einem Wald einige Kilometer entfernt. Dorthin fliegt er zurück, um seine Jungen zu füttern. Der ewig hungrige Nachwuchs ist schon groß und wird bald flügge sein. Auf einem Grashalm sitzen Prachtlibellen. Sie verbringen ihr ganzes Leben in den Traisenauen. Metallisch-blaue Kleinlibellen schließen sich zur Paarung zu einem Rad zusammen. Sie sind beliebte Beute eines anderen Raubinsekts, der Gottesanbeterin. Insekten haben kein leichtes und meist kurzes Leben. Viele haben sie zum Fressen gerne, wie etwa der Laubfrosch. In der Nahrungskette kommt jeder zum Zug. Oder besser gesagt, zum Sprung. Die Wasserfrösche sind letztlich nur Futter. Und wenn sie noch so schön quarren. Doch diesmal war der Frosch schneller. Und der Graureiher hat das Nachsehen. Eine Etage tiefer geht es auch nicht friedlicher zu. Die Larven der Großlibellen führen am Flussgrund ein räuberisches Leben. Sie fressen Kleinkrebse, Würmer und Wasserinsekten. Auch Froschlaich. Sogar kleine Fische zählen zu ihren potenziellen Beutetieren. Auf steinigem Grund, wo es kaum mehr Pflanzenbewuchs gibt, machen sich die Hydren bereit. Diese zentimeterkleinen Süßwasserpolypen tragen Tentakel, mit denen sie Wasserflöhe und anderes Plankton fangen. Getötet wird die Beute durch ein Nesselgift, gleichfalls wie bei den Verwandten im Meer. Schnellfließende Zonen benötigt der Streberfisch. Eine heimische Rarität in der Donau und Traisen. Ortsfremde Arten bürgern sich hingegen manchmal schnell ein. Ein interessantes Phänomen sind auch die Schwarzmeergrundel. Massenhaft vorkommen bis zu 100 Stück und mehr an den Blockwürfen der Donau. Auch in die Traisen hereinziehen, aber hier sich nicht so dicht etablieren, weil offensichtlich die Habitatvielfalt so groß ist, dass das hier gar nicht ideal ist für die Grundel. Der Huchen oder Donaulachs sucht gerne Nebenflüsse auf, um dort zu laichen. In der Traisen kommen noch über 1 Meter große Exemplare vor.
Das Weibchen schlägt mit den Flossen eine Mulde aus. Die abgelegten Eier werden sofort befruchtet. Auch die Gänsesäger sind in der Traisenregion heimisch geworden. Ein Dutzend Brutpaare soll es schon geben. Schon am zweiten Tag ihres Lebens wagen die Kleinen den Sprung ins kalte Nass. Sie können sofort schwimmen und tauchen und suchen wie die Eltern nach Nahrung. Viele Gänsesäger sind Durchreisende. Doch seit die Mündung der Traisen renaturiert wurde, finden diese Entenverwandten in Niederösterreich eine neue Heimat. Der Feuersalamander verlässt in der Dämmerung sein Versteck und sucht nach einer geeigneten Stelle, um seine Larven abzusetzen. Er muss einige Hindernisse überwinden, bevor er eine ruhige Stelle findet, wo er seinen Nachwuchs zur Welt bringen kann. Mindestens 3 Monate lang werden diese Larven sich unter Wasser weiterentwickeln. Für ihre Atmung tragen sie Kiemenbüschel an ihrem breiten Kopf. Nach der Geburt zieht der Salamander wieder in den Wald. Für die große Weinbergschnecke wäre der Salamander keine Gefahr. Im Moment ist sie mit einem lästigen Fluginsekt beschäftigt. Die Fühler sind ihre Sinnesorgane. Auf den oberen sitzen 2 Augen. Mit den unteren tastet und schmeckt sie. Hören können Schnecken nicht. Die Wespenspinne ist, wie mehrere Arten, in den letzten Jahren aus südlicheren Regionen bei uns eingewandert. Ödlandschrecken hingegen zählen zum angestammten Tierbestand und sind bestens getarnt. Im Netz landen sie dennoch. Wie nahezu in allen Lebensräumen siedeln heute auch in der Au immer mehr Exoten. Springkraut, Knöterich kommen vor, allerdings nicht in größeren Beständen, sieht man momentan keine wirklichen Probleme. Und in der Tierwelt wurde erwähnt, dass immer wieder der Waschbär auftritt. Den gibt es in weiten Bereichen schon, aber hier eigentlich nicht. Also hier wurde noch keiner gesichtet. Keine Ahnung, ob er sich wirklich etablieren will. Das indische Springkraut ist ein sogenannter Neophyt, eine eingewanderte Pflanze. Zur Zierde wurde sie von den Engländern aus dem Himalaya nach Europa gebracht, wo sie sich rasch ausbreitete und einheimische Wild wie Aupflanzen verdrängt. Ihren Namen hat die Pflanze von den Samenkapseln erhalten, die, wenn sie berührt werden, aufspringen und für ihre Vermehrung sorgen. Der ostasiatische Staudenknöterich, der dem Flieder ähnelt, ist bei Insekten sehr beliebt. Er entwickelt sich aber zunehmend zu einer Bedrohung für andere Pflanzen, weil er zu dichten Teppichen zusammenwächst und die andere Ufervegetation überwuchert. Auch Tiere wandern in neue Biosphären ein. Das Reh lebt hier schon seit der letzten Eiszeit. Der Waschbär breitet sich erst seit rund 50 Jahren aus. Vermutlich zur Pelzzucht war er aus Nordamerika eingeführt worden. Einige Exemplare entkamen und pflanzten sich fort. Als Allesfresser kann er erheblichen Schaden anrichten,
und stößt auch in naturbelassene Gegenden vor. An der Traisenmündung ist er noch nicht gesichtet worden. Die Grauammer wird bald die Au- und Ackerränder verlassen, um die Wintermonate in milderen Regionen zu verbringen. Doch noch genießt sie die wärmenden Sonnenstrahlen. Die Herbstzeitlosen kündigen das Ende der blütenreichen Jahreszeit an. Nebel durchziehen die Wälder. Die Nächte werden kalt. Der erste Reif bildet sich. Es fängt an zu frieren. Wer jetzt noch kein Zuhause hat, sollte sich schleunigst eines suchen. Diese Siebenschläfer haben ihre Baumhöhle mit Laub ausgepolstert und werden dort bis zu 8 Monate schlafend verbringen. Den Sommer über haben sie viele Beeren und Früchte in der Au gefressen und sich eine dicke Fettschicht zugelegt, die sie jetzt wärmt und nährt. Dort, wo das Wasser sich kaum bewegt, friert die Auenlandschaft zu. Die Natur scheint stillzustehen. Fischjäger wie der Kormoran weichen auf die Donau aus. Ein Problem für die Fischerei, sage ich einmal, sind die Kormorane, die ja heute wirklich zu Tausenden in Österreich vor allem überwintern. Die sind im Winter so massiv vorhanden im Traisengebiet. Man kann sie am Abend hier am späten Nachmittag sehen, bis zu mehrere hundert Exemplare, dass sie den Fischbestand extrem niederdrücken. Und es ist sehr donaunahe und natürlich sehr problematisch, die ganze Geschichte. Zur Zukunftsperspektiven der Traisen. Ich würde sagen, der Fluss darf sich dynamisch entwickeln, daher hat er Zukunft. Er wird sich selber halten, da braucht es keine großen Pflegemaßnahmen, was immer. Durch diese Sanierung, Verbesserung, Revitalisierung. Die Traisen ist ein Idealbeispiel in meinen Augen dafür.